Wir Menschen behaupten, zumindest die meisten, dass wir auf diesem Erdball die intelligenteste Spezies sind. Also wir haben es drauf. Wir wissen, wie es funktioniert, denn wir haben ja ganz viele Dinge erfunden, die letztendlich besonders wertvoll sind, wie Feuer, wie Licht, wie Fortbewegungsmittel. Also wir haben es drauf. Wir Menschen sind schon sehr, sehr intelligent, behaupten wir. In manchen Bereichen. Denn in manchen Bereichen zweifle ich manchmal echt an unserer Intelligenz. Denn schaut mal, wir brauchen zwischenzeitlich, Wissenschaftler, die müssen über lange Zeit Dinge überprüfen, um uns dann zu bestätigen, dass wir gewisse Dinge tun, die nicht besonders gesund sind. Zum Beispiel, Wissenschaftler müssen erforschen, dass Rauchen nicht gesund ist. Ey, hallo? Wissenschaftler müssen erforschen, dass Alkohol auf Dauer nicht gesund ist. Wissenschaftler müssen erforschen und sagen, dass so wie wir uns verhalten in Form von Bewegung, dass es nicht gut ist für uns. Wissenschaftler müssen uns belegen, dass das, was wir essen, nicht gesund ist. Wissenschaftler müssen uns belegen, dass es ungesund ist, nur 4 oder 5 Stunden zu schlafen. Wissenschaftler müssen uns belegen, dass unser Verhalten, was wir haben, sei es in der Bewegung, sei es in der Entspannung, sei es bei der Ernährung, dass dieses Verhalten dauerhaft zu Krankheiten führen kann. Und das lassen wir uns bestätigen von Wissenschaftlern. Und dann lesen wir nach und denken, jetzt müsste ich was tun. Und denken, ja, die haben recht. Stimmt, die haben recht. Ich sollte was tun. Warum kommen wir nicht selbst auf die Idee? Was steckt denn da dahinter? Pass mal auf. Wir Menschen sind zwischenzeitlich so auf viele Dinge, auf Konsum, auf Erfolg, auf Aufmerksamkeit fokussiert, dass wir so grundlegende Dinge im Leben einfach vergessen. Ja, wir vergessen es. Zum Beispiel, wenn es darum geht, um ungesunde Ernährung, um zu wenig Bewegung, um zu wenig Schlaf, gibt es eine ganz einfache Sache, die man berücksichtigen könnte und die bei jedem funktioniert und wo jeder normale, gesunde Mensch, ja, das hat, diesen Kontrollmechanismus. Und zwar, das nennt man Biofeedback. Biofeedback. Was ist ein Biofeedback? Ein Biofeedback ist die Sprache unseres Körpers, dass der uns natürlich gewisse Signale gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Tage hintereinander aus irgendwelchen Gründen nicht lange genug geschlafen hat, dann ist man 3, 4, 5 Tage später extrem müde. Man wacht morgens auf, man ist nicht leistungsfähig, das Gehirn funktioniert nicht richtig, die Laune ist beschissen, man ist nur noch müde, man hat keine Leistung, kann keine Leistung abrufen. Also spricht in dem Moment mein Körper mit mir, er kommuniziert mit mir und sagt mir, pass auf, du bist müde. Ja, und ich, was mache ich? Ich ignoriere es einfach, ich denke darüber nach, ist halt so, und trinke 3 Kaffee. Danach bin ich wieder fit, danach werde ich wieder müde, trinke ich nochmal 3 Kaffee. Biofeedback beachtet? Nein, das Biofeedback nicht beachtet. Das nächste ist, ich schlafe abends unruhig ein. Ich kann nicht einschlafen. Ich nehme eine Schlaftablette. Biofeedback berücksichtigt? Nein. Die Frage ist doch, warum schlafe ich denn überhaupt schlecht ein? Was ist denn der Hintergrund, dass ich schlecht einschlafe? Wird es von mir hinterfragt? Nein. Ich suche nur nach einer Symptomlösung, aber nicht nach einer Ursache. Biofeedback erkannt? Nein. Denn vielleicht liegt es daran, dass man abends noch bis um 10:30 vorm Handy sitzt, dass man sich noch E-Mails anguckt oder dass man noch E-Mails schreibt oder sich mit schwierigen Dingen beschäftigt, die das Gehirn in Aufruhr bringt. Das wäre Biofeedback berücksichtigt und gucken, aha, die Ursache muss mir. Also ich muss jetzt schon, wenn ich um 10:30 schlafen will, um 21.45 Uhr gucken, dass ich runterfahre. Muss ich gucken, dass ich das Handy ausschalte. Ich muss gucken, dass ich keine E-Mails mehr angucke, schwierigen Kunden. Muss gucken, dass ich mir vielleicht Dinge, die ich am nächsten Tag machen will, einfach auf eine Liste aufschreibe, dass der Kopf reißt. Biofeedback erkannt. Das nächste ist,
Ich esse um 10 Uhr zwei Croissants und danach gleich noch einen süßen Riegel. Warum? Weil ich Hunger gehabt habe. Mhm, okay. Biofeedback erkannt? Nö, nicht erkannt. Das war ein Unterzucker. Und das, was ich gegessen habe, war nicht gesund. Was war der Ursprung, dass ich diesen Hunger bekommen habe? Richtig, weil ich morgens kein vernünftiges Frühstück gehabt habe. Biofeedback erkannt? Nein. Nada. Null. Sondern wer dann morgens seine Ernährung umstellt, gesund isst morgens und dann bis mittags um 12 den Hunger gesättigt hat, weil er ein gesundes Frühstück gehabt hat, was hat er gemacht? Der hat sein Biofeedback berücksichtigt und hat auf seinen Körper gehört, hat die Sprache seines Körpers erkannt und hat darauf reagiert. Wenn jemand jetzt zum Beispiel einen zu hohen Cholesterinwert hat und er geht dann zum Arzt und lässt sich Cholesterintabletten verschreiben, Cholesterinsenker, Biofeedback erkannt? Nein. Denn warum ist der Cholesterinwert so? Ist genetisch bedingt, was bei vielen Menschen nicht der Fall ist, oder ist es verhaltensbedingt, essbedingt, bewegungsbedingt? Aha, ich esse also Dinge zu viel, die dafür sorgen, dass unter anderem auch mein Cholesterinwert, okay, dann die Ernährung ändern, Verhalten anpassen, gewisse Dinge streichen, gewisse Dinge aus der Natur dazunehmen, Ernährung umstellen, mehr Bewegung, richtig, Biofeedback erkannt und darauf reagiert. Okay, ich habe Knieprobleme. Geh zum Arzt, lass mir eine Bandage verschreiben. Okay. Biofeedback erkannt? Nicht unbedingt. Woher kommt das Kniegelenksproblem? Okay, ich wiege 130 Kilo und habe dann so eine Außenrotation mit dem Fuß, weil ich, oder ich habe einen Blattfuß nach innen, mein Fuß nach innen kippt, dadurch bekommt mein Kniegelenk innen mehr Druck. Okay, wie ändere ich das? 20 Kilo abnehmen. Sport betreiben, Stabilisatoren ums Knie herum stabilisieren. Richtig, Biofeedback erkannt, darauf reagiert, die Ursache erforscht. Und so können wir durch. Herzprobleme. Geh zum Kardiologen. Der Kardiologe sagt, ja, puh, den Herzrhythmus ist schon ein bisschen durcheinander. Das ist schon im Argen. Okay, geben Sie mir eine Tablette. Nehme eine Tablette, Herzrhythmus ist beruhigt. Biofeedback erkannt? Nein. Dann überprüfen wir mal, warum ist es jetzt? Okay, ich bewege mich seit über 10 Jahren nicht mehr. Sitze nur noch im Stuhl, fahre nur noch Auto. Tu nichts mehr für meinen Körper, nichts. Aha, okay. Okay, habe ich viel Stress? Oh ja. 60 Stunden, 50 Stunden in der Woche. Hochaktiv, weil ich einfach Entscheider bin. Keine Ruhephasen? Nee, habe ich gar keine. Ich bin den ganzen Tag im Stress, fahre den ganzen Tag on fire. Ich mache nichts dagegen. Oh, was passiert? Ursache erkannt. Biofeedback gelesen. So können wir jetzt weitermachen. So können wir jetzt komplett weitermachen. Ich kann euch da jetzt 3 Stunden, kann ich euch jetzt zutexten, genau mit diesem Material. Biofeedback erkennen, die Sprache des Körpers verstehen. Wenn wir wieder lernen, die Sprache unseres Körpers zu verstehen, dann werden wir gesünder werden, glücklicher sein, mehr Leistung bringen und die Pharmazie hat ein Problem. Die hat ein Umsatzproblem. Die Umsätze werden zurückgehen. Und wer ist dafür verantwortlich? Wir ganz alleine, indem wir lernen, unser Biofeedback zu lesen, Freunde. Und ich glaube, mit dem, was ich euch jetzt geliefert habe, habt ihr ganz viele Infos bekommen. Denkt mal drüber nach. Denkt mal bitte drüber nach, wie ihr gewisse Ursachen beheben könnt. Und ich bin mir 100% sicher, dass ihr Step für Step was findet, was ihr ändern könnt. Und danach geht es euch viel, viel, viel besser. Garantiert. Das war's schon von Andreas Riedenbacher, Mr. T.